Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadtgespräch. Ich freue mich auf eine besonders lustige Runde mit Anne und Nadine Antic. Wobei das Thema, mit dem ihr euch beruflich befasst, ist eigentlich gar nicht so lustig. Es geht, ich sage jetzt mal, pauschal um Müll und Abfall, oder? Ja, darum geht's. Gut. Was macht ihr denn damit? Was habt ihr denn damit zu tun? Seid ihr Müllmädchen? Auch. Was wir machen, wir beraten unsere Kunden, wie sie ihre Abfälle optimal entsorgen können. Das heißt, wir fahren den Ansatz, Abfälle sind keine Abfälle, sondern die Sekundärrohstoffe von morgen. Also jetzt bringen wir auch mal das Ganze in einen richtigen Rahmen. Ihr habt eine richtige Firma, ihr seid ein junges Unternehmen. Global Flow heißt die Firma. Ihr habt auch in der Gründerszene vor einigen Jahren für durchaus Aufsehen gesorgt hier in Baden-Württemberg. Ja, soweit ich das der Presse entnehmen konnte und den Medien. Tipptopp Job, kann man nichts sagen. Vielleicht lassen wir uns mal kurz die Anfangszeit streifen. Ihr wart damals Start-up. Ist es schwierig hier in Baden-Württemberg? Wie sehen die bürokratischen Hürden aus, wenn man mit einer einfachen Idee schnell eine Firma gründen möchte? Die Hürden habe ich eigentlich nicht als groß empfunden. Also ich habe mir überlegt, was wir machen wollen. Dann bin ich drauf gekommen, dass wir Geld brauchen. Das Geld brauchen wir von der Bank. Die brauchen einen soliden Businessplan. Ich hatte das Glück, dass ich damals an der ESB in Reutlingen studiert habe und da wurde das angeboten. Und das bedeutet, ich habe an der Hochschule meinen Businessplan geschrieben, von der Bank das Geld gekriegt. Und also der Gründungsprozess an sich ist nicht aufwendig, aber das danach umso mehr, ja. Mhm. Ihr befasst euch mit dem, im weitesten Sinne mit dem Thema Abfall und Müll. Wie kommt man denn darauf als Frau? Es ist ja eher eine Männerdomäne, die ganze Branche, meine ich jetzt. Ja. Ich habe Energie- und Recyclingmanagement studiert. Und dann war ich als Werkstudent im Konzern und habe gesehen, was die so mit den Abfällen machen. Da habe ich mir gedacht, ja, aber ich habe das ja ganz anders gelernt. Und das kann man ja viel nachhaltiger gestalten. Und dann habe ich gedacht, gut, im Konzern selber was zu bewegen, ist ein bisschen schwierig. Aber als Berater kann man das denn tatsächlich machen. Und so, ja, die Beratung gegründet und losgelegt während dem Studium, hat gut funktioniert. Und, ja. Ihr seid in der Beratungsbranche aktiv, ihr habt euch einen Kundenstamm inzwischen erarbeitet, was sicher nicht einfach war. Ein Wettbewerb gibt es natürlich auch da. Was unterscheidet euch denn von den klassischen und etablierten Beratungsfirmen? Wir sind jung, dynamisch und Frauen. Ja, und ich glaube, damit geht einfach einher, wir entwickeln die Konzepte so, wie es in unserem Kopf Sinn macht und wir gehen nicht mit ran, wir haben das schon so gemacht oder das war schon immer so, sondern wir haben unsere Methodiken ganz klar und die Prozesse, die wir ablaufen lassen, aber wir sind gar nicht fixiert. Ich glaube, wir sind einfach jung und frisch und deswegen ungebunden und machen einfach das, was Sinn ergibt. Es klappt zum Glück. Glückwunsch. Danke. Ihr habt ja einige durchaus etablierte Namen auf eurer Kundenliste. Wie ist denn so der erste Kontakt dann, wenn hier zwei junge, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, Müllmädchen aus Korntal dann bei so einer großen Firma auf den Hof fahren? Wie begegnet man euch da? Ja, also wir erleben da alles. Wir waren schon beim Kunden und dann so, was, Sie sind das? Sie sind aber jung. Ich glaube, vor 3 Jahren war das noch anders, da waren wir auch noch anders, aber mittlerweile haben wir einfach ein souveränes Auftreten und sind uns unserer Sache und unseres Könnens sicher. Also am Anfang war es auch so, wir hatten gedacht, ja, unsere Kunden sind vielleicht so größere Handwerker, kleine Mittelständler und jetzt sind es ja wirklich die Konzerne dieser Welt. Und wir haben uns am Anfang auch wirklich nicht getraut, Bilder auf die Homepage zu nehmen, weil eben Frauen jung und dann sowas wie, ja, wieso sollten wir Studenten dafür bezahlen, dass sie uns beraten? Und mittlerweile haben wir einfach das Selbstbewusstsein aufgebaut, wenn ich mit uns zusammenarbeiten will, ist selber schuld, dann ist halt so. Und ob es sie interessiert, dass wir Frauen sind, das ist also, wenn es daran liegt, dann nochmal mehr selber schuld. Okay. Gut, ich habe hier noch mal was Kleines vorbereitet. Alle hopp. Darum, liebe Zuschauer, geht es nach einer kleinen Pause. Es ist kein Snack. Lassen Sie sich überraschen. Zurück beim Stadtgespräch hier in Korntal. Zu Gast bei der Firma Global Flow und bei den beiden bezaubernden Gründerinnen und Betreiberinnen Anne und Nadine Antic. Ja, ich hatte es gerade schon ins Bild gehalten. Womanizer steht da drauf. Arbeitet George Clooney bei euch? Ja, schön wär's. Ja,
Also ganz wobei kurz. Der auch schon zu alt ist mittlerweile, aber. Ah, ist schon durch, ne? Also gut, Worm, also das ist Englisch für Wurm, ja. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass ihr bei euren Kunden anders vorgeht und keine Schranken im Kopf habt. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Nadine? Genau, wir haben viele Kunden aus der Lebensmittelindustrie, beispielsweise Melitta, sehr, sehr engagiert, den Abfall hochwertig in den Kreislauf zurückzuführen. Und ich bin drauf gekommen, dass Würmer diesen fabelhaften Prozess machen, wenn die Abfälle verarbeiten oder auch Kompost, was auch immer, und dabei einen super wertvollen Dünger produzieren. Mhm. Und es geht darum, wir haben das Verfahren industrialisiert, sodass wir eine große Menge davon produzieren können. Das bedeutet, wir haben jetzt aus einem Abfall ein Produkt geschaffen mit einem CO2-armen Produktionsprozess. Und was wir mit der Marke Womanizer eigentlich erreichen wollen, ist so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, dass man viel machen kann, wenn man möchte, und dass die Produkte genauso cool und sexy sein können, auch wenn sie natürlich produziert sind. Also es schaut wirklich aus wie ein leckerer Snack, den man gemütlich beim RegioTV-Fernsehabend konsumiert. Essen ist hervorragend. Es ist ein Dünger, es ist ein ganz normaler Dünger. Es ist ein Dünger, ein Bodenverbesserer. Die Bioorganismen am Wurm werden quasi durch das Produkt an den Boden gegeben und da werden so ein paar Prozesse in der Pflanze in Gang gesetzt. Also am Ende führt es dazu, dass die Pflanze gesundet wird, mit Nährstoffen versorgt wird und der Boden eben aktiviert wird. Also super cool, nur sinnvoll, ja. Aber braucht die Welt. Also sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Wie kamt ihr auf die Idee mit dem Wurm? Also woher hattet ihr dieses Know-how oder diese initiale Idee? Das ist eigentlich unsere klassische Vorgehensweise. Unser Kunde hat einen Abfall oder ein Problem und wir suchen nach Lösungen. Und dabei sind wir auf den Wurm gestoßen, der biogene Abfälle ideal verarbeiten kann. Und haben das Thema dann weitergesponnen, sodass wir jetzt den Dünger produzieren. Und also der wichtigste Aspekt dabei ist einfach, dass der Kunde auch bereit ist, mal einen innovativen anderen Weg zu gehen. Mhm. Ist ein Leuchtturmprojekt, klar, wir haben die klassischen Themen, Kunststoffe, Kartonagen, Schrotte und so weiter und so fort. Aber da ist eben das Schöne, der Kunde war bereit, das mitzugehen und so hatten wir die Chance, sowas zu entwickeln. Ja. Ihr geht mit anderen alternativen Ansätzen ran an die Projekte bei euren Kunden, hast du gerade gesagt. Was war denn was Skurriles, was ihr da in dem Zusammenhang mal erlebt habt? Beim Kunden? Mhm, beim Kunden, auch mit einem Abfallprodukt oder mit einem Rückstandsprodukt, das ihr dort erlebt habt, wo ihr gesagt habt, was machen wir denn damit? Haben wir jetzt echt keine Idee oder was Spezielles halt? Dass wir keine Ideen haben, das gibt es eigentlich nicht. Ich meine, weißt du, am Ende analysierst du das ja und dann siehst du ja, was du da hast. Du weißt es ja ganz genau. Und dann gibt es ja immer irgendwas, wie man mit dem Material weiterhin umgehen kann. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man den Kreislauf schließt. Ja, genau. Aber so wirklich skurrile Sachen. Also unsere Kunden sind klassische produzierende Unternehmen. Das bedeutet, alles, was irgendwo produziert wird, fällt auch bei uns als Abfall an. Mhm. Also vielleicht empfinden wir halt nichts als skurril. Ihr geht hin, ihr macht vieles anders oder möchtet vieles anders machen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, die Abfallbeseitigungsbranche ist so eine Männerdomäne. Muss man da doppelt tough sein, um sich durchzusetzen? Oder habt ihr da aufgrund eurer Projekte und eurer Know-how und eurer Referenzliste inzwischen einfach euch Respekt als Frauen verdient? Ich glaube, man muss selbstbewusst und tough sein. Und warum sollten wir uns so Männer einschüchtern lassen? Ja. Wieso nicht? Ja. Und ich meine, die Kompetenz ist klar die Basis, die muss vorhanden sein. Und ansonsten, wir müssen einen guten Job machen und dann akzeptieren uns auch die Männer. Mhm. Also man braucht sich bei euch keine Gedanken machen, dass euch mal die Arbeit ausgeht, weil ich glaube, Müll und Abfall steigt nach wie vor, oder? Ja, viel wichtiger, wenn man mal den Kreislaufgedanken spinnt. Wir haben einfach eine Endlichkeit der Ressourcen, wir haben aber ein Bevölkerungswachstum. In Deutschland ist es da noch so ein bisschen rohstoffarmes Land, aber durch die Produktionen werden die Rohstoffe nach Deutschland geholt. Das bedeutet am Ende auch schon allein zur Absicherung des Produktionsstandortes Deutschlands macht es nur Sinn, die Abfälle möglichst hochwertig aufzuwerten und als Sekundärrohstoff in den Kreislauf zurückzuführen. Mhm. Mit möglichst schlauen Ideen natürlich. Ja, genau. Also ich meine, das, was schon besteht, muss ja gar nicht schlecht sein. Mhm. Auf das greifen wir auf jeden Fall auch zurück oder wir optimieren es ein bisschen. Aber es ist eben auch wichtig, dass die Weiterentwicklung tatsächlich stattfindet und dass man sich auch mal für was Neues öffnet. Ja. Mhm. RegioTV ist Fernsehen mit Mehrwert. Jetzt bin ich hier bei zwei Abfallexpertinnen.
Was könntet ihr denn unseren Zuschauern noch kurz in einer Minute für den privaten Haushalt raten, um Abfälle zu vermeiden oder den Kreislauf zu schließen, wie ihr es sagtet? Abfälle zu vermeiden, kauft nur das, was ihr wirklich braucht. Ja. Und beschäftigt euch mit den Unternehmen, bei denen ihr einkauft, beziehungsweise deren Produkte ihr konsumiert, ganz wichtig. Viele schreiben einen Nachhaltigkeitsbericht, man kann sich den gut durchlesen. Das ist ein ganz, ganz großer Lerneffekt. Wir haben hier so viele tolle, große Firmen sitzen, die super engagiert sind, ganz, ganz viel machen und es ist einfach gar nicht bekannt. Mhm. Und deswegen setzt euch damit auseinander, was ihr konsumiert, von wem ihr es konsumiert und dann funktioniert das auch nicht ein klar. Abfall trennen. Und das Schöne ist ja aber auch, wenn die Leute zu Hause den Abfall trennen können, dann können sie es ja auch dann bei der Arbeit machen. Dann muss man es einfach nur da umsetzen. Für euch dann auch einfach. Ja, für uns auch einfach. Okay. Nadine, Anne, herzlichen Dank für dieses unterhaltsame, aber auch sehr interessante Gespräch. Danke dir. Das war das Stadtgespräch heute aus Korntal, zusammen mit Nadine und Anne Antic von der Firma Global Flow. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinschalten. Ciao. Thank you.